Herzlich willkommen im Stadtwerke Düsseldorf Fanblog. Hautnah mit Julian Schauerte. Ich habe einen Basketball in der Hand. Wir stehen auf einem Basketballplatz direkt an der Esprit Arena und das ist kein Zufall, denn Julian, du bist ein großer oder ein kleiner Basketballfan? Ja, mittlerweile ein großer. Also es hat sich immer so peu à peu ja, gesteigert und ja, ich verfolge das halt auch auf jeden Fall auch die NBA natürlich immer ja, fast jeden Tag. Jetzt ist ja gerade Pause und ja, ich freue mich dann natürlich auch, wenn es wieder losgeht. Was fasziniert dich denn am Basketball so? Ich bin allgemein so ein bisschen, ja, amerikanische Sportarten interessieren mich allgemein so ein bisschen auch so von den, ja, von der Trainingssteuerung her, das interessiert mich natürlich auch und ja, allgemein diese ganze, ja, was drumherum noch passiert, ist natürlich auch faszinierend, denn es ist in Amerika natürlich nochmal eine Nummer größer. NBA verfolgst du, hast du schon gesagt, wie sieht es so mit der deutschen Basketball-Bundesliga aus? Ja, nicht ganz so viel, aber ja, ich lese mir immer ab und zu ein paar Sachen durch, auch bei Sport 1 oder sowas. Und ja, wenn es dann mal auf, im Fernsehen läuft, gucke ich mir natürlich auch mal an. Ist leider noch nicht ganz so spannend wie die NBA, aber ja, hoffentlich kommt das noch. Bist du in letzter Zeit mal bei einem Spiel gewesen in der Bundesliga? Leider nicht, aber ich glaube jetzt im September oder irgendwie im Oktober ist in Oberhausen das Länderspiel. Und ja, da wollte ich mir vielleicht eventuell Karten holen und dann vielleicht mal da ein paar, ja, ein bisschen zugucken. Früher, als du noch ein kleiner Junge warst, sage ich mal, da war, glaube ich, Bonn ist so der nächste Verein bei dir in der Gegend gewesen. War das dann auch so der Lieblingsverein in Deutschland vielleicht? Ja, es geht. Also ich habe ja bei Leverkusen in der Jugend gespielt und die waren damals auch noch in der Bundesliga. Und ja, wenn wir da mal so ein bisschen Krafttraining hatten oder so, dann haben die da auch immer so ein bisschen ja, trainiert. Und da hat man sich natürlich auch dann immer schon ja, gewundert, warum die so groß sind und wie das so alles läuft bei denen. Und ja, war schon interessant. Was ist denn deine Lieblingsmannschaft in der NBA? In der NBA ist ja, Chicago Bulls meine Lieblingsmannschaft. Okay, auch schon mal da zufällig schon mal gewesen? Leider nicht. Also habe ich auf jeden Fall mal vor. Jetzt im Winter ist das natürlich dann immer, passt das eigentlich am besten. Und jetzt in der Sommerpause ist, dann, ist bei denen auch Pause. Es ist immer ein bisschen schwierig. Aber ja, ich hoffe, dass ich es nochmal hinkriege jetzt irgendwann. Großer Traum dann auf jeden Fall. Wer ist denn so dein, dein Vorbild oder dein Lieblingsspieler, sagen wir mal so? Ja, Derrick Rose war so ein bisschen von Chicago Bulls mein Lieblingsspieler, aber von New York Knicks, der Carmelo Anthony ist auch noch ein interessanter Spieler, den ich auch immer sehr gerne verfolge. Aber da stoßen ja auch immer viele vom College dazu, das ist immer wieder ja, ein Kommen und Gehen und ja, es ist einfach sehr interessant zu sehen, wie das da abläuft. Sind aber nicht die ganz großen Namen, ne? LeBron James oder sowas, dann eher die Underdogs? Ja, kann man so sagen. Also ist auch immer ja, viel Verletzungspech bei dem Derrick Rose zum Beispiel gewesen und das ist auch immer wieder dann zurückkommt, auch immer sehr interessant zu sehen und ja, bei den Großen kann man immer Fan von sein, deswegen ja, bin ich da so ein bisschen bei den Underdogs, genau. Was ist denn deine Spezialität? Bist du von der Freiwurflinie besser oder von der Drei-Punkte-Linie? Ja, ich glaube, je näher es zum Korb geht, desto besser bin ich. So von der Dreierlinie ist nicht ganz so meine Distanz. Alles klar, dann versuchen wir es jetzt mal von der Freiwurflinie. Okay. Machen wir es uns beiden mal leicht und machen das Ganze dann wie an der Torwand. Sehr gerne. Julian, deine ersten drei Würfe, ich stelle mich mal unter den Korb. Ja. Ich glaube, du bist da auf jeden Fall besser als ich. Ich hoffe es für dich, das wäre kein gutes Zeichen. Oh ja, der war nix. So, noch ein. Ich mache das jetzt hier wie eine NBA. Okay, ich versuch's jetzt mal, aber bei mir ist es wahrscheinlich noch länger her. Ah ja, auch schon lange nicht mehr gespielt, das stimmt. Der war schon mal mittig. Der war gut. Ich müsste jetzt natürlich den Experten fragen, was habe ich was muss ich besser machen? Aber ich habe auch leider nicht getroffen. Noch wenigstens einen Punkt. Der war recht knapp, sage ich knapp, mal. Der war knapp, ja. Ja, wie oft spielst du denn neben dem Fußball? Ja, leider nicht so oft. Also ist jetzt zeitlich ja, nicht immer optimal, aber ich war jetzt zwei, dreimal auch in der Sommerpause hier auf dem Court und habe ein bisschen gespielt. Hier ist auch immer ja, am Wochenende sehr viel los und ja, macht einfach Spaß dann auch den anderen mal so ein bisschen zuzugucken. Und wie gesagt, leider nicht mehr so oft, aber ich versuche es natürlich auch in der freien Zeit dann so oft, wie es geht. Mit wem spielst du dann? Freunde oder auch mal Mannschaftskollegen mit dabei? Ja, meistens Freunde, die auch hier in Düsseldorf wohnen, habe ich dann angefragt und die sind auch so ein bisschen ja, Basketball interessiert und haben uns einfach einen Ball geschnappt und ein bisschen gespielt. Mhm. Mit einem, mit dem man, glaube ich, ganz gut auch spielen könnte bei der Fortuna, ist Robin Bormuth. Der ist nämlich groß und robust. Den gucken wir uns jetzt mal kurz an. Wo sitzt du im Mannschaftsbus? Hinter dem Trainer und neben Julian Koch. Wer ist dein Sitznachbar? Julian Koch. Wo hast du deine Freundin kennengelernt? Auf der Schule.
Was war dein schönster Moment im Fußball, als ich hier meinen Profivertrag unterschreiben durfte? Wie bist du zum Fußballspielen gekommen? Durch meinen Vater. Und dann habe ich mit 3 Jahren angefangen. Was verbindest du mit der Stadt Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf und die Superfans? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich gehe gerne mit meiner Freundin abends gut essen. Was sind deine Ziele für die nächste Saison? So viel wie möglich von allen älteren und jungen Spielern lernen. Was würdest du machen, wenn du kein Fußballer wärst? Wahrscheinlich irgendwas studieren. Welche Person ist dein Vorbild? Ich habe keine gezielte Person, ich habe viele Personen, bei denen ich mir was abschaue. Welches Ereignis in deiner bisherigen Karriere war dein Höhepunkt? Nach wie vor die Unterschrift bei Fortuna als Profispieler. Wem verdankst du am meisten in deiner bisherigen Karriere? Meiner Familie, meiner Freundin und natürlich mir selbst. Wie vertreibst du dir auf einer langen Mannschaftsbusfahrt die Zeit, indem ich mit Julian Koch spreche oder Musik höre? Ja, Robin Bormuth auf jeden Fall ein ganzes Stück größer als wir. Der hätte vielleicht jetzt auch größere Chancen. Wir versuchen es mal von der 3-Punkte-Linie, Julian. Ja. Du darfst zuerst. Ja, dankeschön. Also du nimmst das auf jeden Fall auch ernst gerade, ne? Ja, klar. Das ist jetzt hier kein Halligalli für dich. Da sieht man auf jeden Fall den sportlichen Ehrgeiz. Einer muss rein. Bitte. Oh, Airball. Oh, oh. Er hat das Netz berührt. Ja, von der Richtung war okay. So, ich werfe jetzt auf jeden Fall nur einmal, weil es fängt so ein bisschen an zu regnen. Und wir wollen nicht, dass hier irgendeiner krank wird. Das gilt natürlich in erster Linie für Julian, weil der natürlich fit bleiben soll. Naja, der hat zumindest das Brett berührt. Nein, nicht getroffen, Alter. Ich glaube, Julian, wir müssen noch ein bisschen trainieren. Aber vielleicht schaffen wir es in dieser Saison noch mal. Und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen besser treffen. Sehr gerne, auf jeden Fall gerne. Für das Gespräch. Danke und dann alles Gute erstmal für die Saison. Liebe Zuschauer, nächste Woche sind wir wieder für Sie da beim Stadtwerke Düsseldorf Fanblog Hautnah.